Die Ausbildereignungsverordnung AEVO. Tipps und Hinweise zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Konzipiert und zusammengestellt von Michael Steffens, Produktion Rolf Hennequin. Die Probezeit dient beiden Parteien, wie der Name so schön sagt, sich auszuprobieren. Der Auszubildende schaut sich das Unternehmen an, taucht in den Arbeitsalltag ein und probiert sich selber aus und muss sich während der Probezeit halt eben die Frage beantworten, ist dieser Ausbildungsberuf das Richtige für mich? Habe ich die richtige Wahl getroffen? Und macht es mir Spaß und vor allen Dingen auch fühle ich mich in dieser Firma wohl? Für den Ausbildenden ist die Probezeit auch eine Bestätigung seiner Entscheidung, dem Auszubildenden einen Ausbildungsvertrag zu geben und auch zu schauen, bin ich in der Lage, aufgrund des Leistungsniveaus des Auszubildenden, ihn auch zur erfolgreichen Abschlussprüfung zu bringen. Im Idealfall sagen beide Ja, kommen zu einer übereinstimmenden Meinung und die Probezeit endet in ein dauerndes Ausbildungsverhältnis. Grundsätzlich muss die Probezeit mindestens einen Monat betragen, maximal darf sie 4 Monate betragen, so steht es im Berufsbildungsgesetz. Die Probezeit kann unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Die wichtigste Voraussetzung ist, wenn der Auszubildende während der Probezeit länger erkrankt, dann kann die Probezeit auch um die Dauer der Erkrankung verlängert werden. Nun kann es sein, dass der eine oder andere Beteiligte während der Probezeit feststellt, nein, das ist nichts für mich. Der Auszubildende möchte in diesem Betrieb, in diesem Ausbildungsberufsbild nicht weiter ausgebildet werden. Dann ist er in der Lage, ohne Angabe von Gründen, schriftlich mit seiner Kündigung das Ausbildungsverhältnis zu beenden. Umgekehrt ist es genauso, der Ausbildende, der der Meinung ist, wir können den Azubi nicht zur Abschlussprüfung führen, zur erfolgreichen, auch er kann ohne Angabe von Gründen den Azubi kündigen. 2 Dinge sind hierbei zu berücksichtigen. Zum einen, bei minderjährigen Auszubildenden ist die schriftliche Kündigung auch den Eltern zuzustellen. Und zum anderen, verfügt das Unternehmen über einen Betriebsrat, ist vor der Kündigung der Betriebsrat anzuhören. Nach dem Ende der Probezeit, wir hatten es schon erwähnt, ist der Auszubildende in einem dauerhaften Ausbildungsverhältnis angestellt. Die Probezeit ist erfolgreich bestanden und der Auszubildende bleibt nun für den Rest seiner Ausbildung im Unternehmen. Die Dauer der Ausbildung findet sich in der Ausbildungsordnung. Es ist jedoch möglich, dass der Auszubildende die Dauer der Ausbildung verkürzt. Das kann unter 2 Aspekten geschehen. Aspekt Nummer 1 ist die sogenannte vertragliche Verkürzung. Hier wird schon im Vorfeld, nämlich beim Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, festgelegt, dass der Auszubildende die Ausbildungsdauer verkürzt. Das kann er dann tun, wenn er aufgrund seiner Vorkenntnisse, das heißt schon eine abgeschlossene Berufsausbildung, oder aufgrund seiner schulischen Qualifikation in der Lage ist, ins zum Beispiel 2. Berufsausbildungsjahr einzusteigen, das heißt, um 1 Jahr zu verkürzen. Verkürzungen sind möglich bis 1,5 Jahre. Das hängt natürlich davon ab, welche Vorbedingungen der Azubi mitbringt. Das bedeutet aber nicht, dass das so ohne weiteres möglich ist. Es müssen nämlich zustimmen der Betrieb und die zuständige Stelle. Die Verkürzung ist im Ausbildungsvertrag festzuhalten. Eine andere Form der Verkürzung ist die sogenannte vorgezogene Abschlussprüfung. Die vorgezogene Abschlussprüfung
kann der Auszubildende dann wahrnehmen, wenn seine Leistungen mindestens gut sind und es auch zu erwarten ist, dass er die Abschlussprüfung besteht. Mindestens gute Leistungen beziehen sich auf die berufsschulischen Leistungen. Ja, auch hier muss die Berufsschule zustimmen. Auch die Leistungen des Betriebes müssen entsprechend sein. Ja, auch hier muss der Betrieb zustimmen. Und als letztes wird auch die zuständige Stelle gefragt. Auch sie muss der vorzeitigen Abschlussprüfung zustimmen.